Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Spielshow hier bei Pete's Meat mit allen aus dem Team Pete's Meat. Es ist Pete's Meat 6 vs. Dry. Eine Spielshow, die folgendermaßen funktioniert. Jonathan kämpft heute gegen Brammen, Sebastian und Christian in 15 Fragen, die wir stellen, wo es ABCD gibt. Jonathan hat allerdings Hilfe. Er kann einfach irgendwelche Leute fragen, die wir vorher die Fragen auch gestellt haben. Die Fragen wurden nämlich noch beantwortet von den Menschen Happy, Jules, Lena, Nina und Sven. Und Jonathan kann sagen, die Frage beantwortet für mich Sven zum Beispiel. Und dann bekommt Jonathan einen Punkt, entweder ob Sven die Frage richtig beantwortet hat oder nicht. Er darf aber nicht selber die Antwort geben, während die anderen drei sich absprechen dürfen, was die richtige Antwort ist. Kannst du ja versuchen, vorzusagen. Ja. Also wenn ich die Fragen vorbereite, dann würde ich immer Sven das nehmen, oder wie es heißt. Ja, deswegen nehme ich immer Sven. Das ist der Plan. Es steht hier nicht, created by Geth War Wars. Ah, da steht es ganz Geth klein. Ich habe es am Anfang überhaupt nicht gesehen. Dankeschön. Ja, das ist natürlich mega geil. Vielen lieben Dank dafür und immer wieder schön von dir zu hören. Damit ihr wisst, immer coole Ideen. Damit auch Jay weiß, wen er denn da wählen kann, haben wir hier noch Vorstellungsvideos von jedem. Geil, Person. Hallo, nice. Ich bin der Christian, ich bin besonders dumm, ich sollte gar nicht wählen. Vorstellungsrunden ist immer das Beste. Ich verstehe überhaupt nicht, warum Leute das immer peinlich finden. Ich finde das geil. Wir schauen uns die mal an von Happy. Oh, das ist aber leiser. Ich schaue da gar nichts. Also ich glaube, Peter, wir hören was. Ich glaube, von Happy hören wir dann nur was. Das kann natürlich sein. So, hört ihr das denn? Ich bin Happy. Bei euch Twitch-Mod. Ihr kennt mich wahrscheinlich dann aus dem Twitch-Chat. Sonst gucke ich seit vielen, vielen Jahren Pete's Meat. Ja, und sonst Lieblingskategorien würde ich sagen sind Sport, Medien, Musik und sonstiges so Allgemeinwissenszeug. Sonstiges finde ich super. Aber nicht so gut bin ich in Kunst, Bio, würde ich sagen. Das habe ich nicht so drauf. Ah, guck mal. Das sind ja super wichtige Informationen. Für die habe ich mir schon mal direkt notiert gerade. Wobei ich halt Happy hätte ich auf jeden Fall auch, also vom Vorwissen, wie man ihn halt kennt, hätte ich auf jeden Fall auch auf Sport gesehen und Medien. Ja, okay. Musik gar nicht so sehr, das wusste ich nicht, aber perfekt. Jules stellt sich auch vor. Weil dieser schöne. Sie ist schon Blick sehr. Ist mega gut. Hallo, ich bin der Jules. Hallo, mein Name ist Jules, Julian. Und ihr könnt mich kennen als, ich sag mal, Junge für alles bei Pete's Meat. Ich mach das die Events, mach ein bisschen da was, ein bisschen hier was. Mach lieber, was du kannst. Ich bin aber auch selbst ein bisschen unterwegs, was Podcasts angeht. Ich habe noch einen Podcast, der heißt Unlocked. Ich habe noch einen Podcast, der heißt Anytime Late Night. Okay, das ist wichtig. Und auf Social Media bin ich unter @der_Jules zu finden. Wenn ihr Bock habt. Er nutzt folgt das richtig. Gern. Reicht das als Vorstellung? Mann! Ich weiß doch nicht, was du kannst, Jules! Ja, aber der soll sich doch für die Zuschauer vorstellen. Oh, also, das qualifiziert dich heute in dieser Sendung zu sein. Ich bringe mich gar nichts, Jules. Ich fand das gut. Ich sehe Jules auf jeden Fall, so viel kann ich dir, glaube ich, als Hinweis geben, so Comics und so, da kannst du, glaube ich, Jules fragen. Ja, okay, irgendein Nerd-Scheiß. Aber was gut ist, der ist kein Nerd-Scheiß. Ja, Nerds-Zeug. Ich habe letztens übrigens beim Nähen erst festgestellt, dass es Julian ist, weil ich mich gefragt habe, Alter, Julian hat uns ein Paket geschickt, wer ist das denn? Das ist ja mega geil. Okay, wir haben ja auch noch das Vorstellungsvideo von Lena. Hallo, mein Name ist Lena, vielleicht auch bekannt als Formula Lena. Ich war schon mal bei dem ein oder anderen Video der Jungs dabei, zum Beispiel bei Wreckfest oder F1. Und wenn mich Jay da nicht von der Strecke schubst oder so, dann streame ich auf Twitch oder mache irgendwie Quatsch auf YouTube. Meine besten Kategorien sollten, glaube ich, Biologie sein, da ich das mal studiert habe. Ansonsten Fantasy und Motorsport. Aha. Ach, guck mal, smart. Guck mal, Jay. Ja. Biologie. Da kannst du mal mit anfangen. Dass keine Sportfragen kommen. Fantasy? Vielleicht kommen ja Fantasy-Fragen. Sie hat Fantasy gesagt. Du hast einen Job, ja, da steht bestimmt drin, mach in dem Vorstellungsvideo, sag, was du kannst und was du nicht kannst. Jules. Ja, Podcast ja, kann ja. Also, Job. Wenn eine Podcast-Frage kommt, würde ich Jules nehmen. Ja, okay, alles klar. Wenn ich dann zu Unknown, nee, wie hieß der? Unlocked.
Ja. Nicht Unknown Podcast. Ja, Unknown, Alter. Wie fies war der denn? Es gibt bestimmt einen Podcast, der Unknown heißt. Ja, wahrscheinlich. Selbstfrau macht auch mit. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ich bin Nina. Der eine oder andere kennt mich vielleicht durch meinen Twitch-Kanal, Jople Kalina. Oder vielleicht auch als Gast für Pizza Kocht. Wer weiß. Auf keinen Fall. Meine Stärken. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen, was ich beantworten kann. Was? Und Schwächen definitiv Mathe. Mathe, du kriegst nur Mathe-Fragen, Nina, für die Antwort. Naturwissenschaften außer Bio, das kann ich. Ansonsten... Aber Bio kann sie. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja, schon mal zwei für Bio. Es kommt auf die Fragen an. Kann die nicht auch so Fragen zu irgendwelchen Gesetzeskram oder so beantworten? Sowas kann die, glaube ich, auch so. Ich meine, das hätten wir mal gehabt. Sowas, ja. Genau, ah, ja, so ein Kram, ja, okay, das hatten wir mal. Da hat Nina sich auch zugeäußert. Ja, und Harry Potter würde ich Nina, glaube ich, auch sagen. Würde ich auch sagen. Da würde ich auch nicht weniger nehmen. Also auch, was hat er eben gesagt? Fantasy-Shit oder so. Ja. Und dann haben wir noch zuletzt Sven. Ich soll wieder aus deinem Dorf, Sven. Ey, wir bezahlen ihn viel zu gut. Frag Pizmeat, Reacts, ich bin das Salz in der. Warum sitzt der nicht an seinem Schreibtisch? Und wenn ihr auch Quizshows einsenden wollt, könnt ihr das gerne tun an spielshow@pizmeat.de. Vielleicht sind bald eure Spielshows auch hier. Nebenbei mache ich noch Instagram mit coolen Bart- und Katzenbildern und manchmal streame ich auch noch. Und ich bin auf Twitter, vielleicht macht ihr meine 20.000 Follower voll. Vielen Dank. Mann, weil wir sind die Augenblicks, ey. Also Lena, oh, die nutzen uns als Nina? Werbeplattform. Nee, nee, ich glaube... Ja, er hat 20.000 Follower voll. Guck mal, so wie ich Nina auch verstanden habe, hat sie quasi eine Vorgabe. Stell dich vor, woher man dich kennt und dann deine Stärken. Ja. Da, weil Nina das so abgelesen hat, so von ja, okay, meine Jules Stärken. Sven haben einfach keine Stärken. Bei Jules ist einfach die Zeit abgelaufen, glaube ich. Ja, weil er alles seine Projekte geplant hat. Okay. Spielprinzip ist dann jetzt klar: Du darfst einen von den fünf nehmen. Du musst für die 15 Fragen jede Person dreimal nehmen. Das heißt, alle gleich häufig. Ach, Sven und Jules schnell abhaken. Ich finde, du darfst aber nicht die normalen Namen sagen, wie du nimmst, sondern jetzt nur noch, wenn du das richtige Ad oder den richtigen Twitch-Kanal hast. Oder Podcast geht auch. So, ja. Und auf der anderen Seite haben wir halt Christian, Sebastian und Bram und die dürfen sich bei den Fragen beraten, müssen die auch zuerst beantworten. Also Jay darf alles mithören, Jungs, und muss danach, nachdem die Antwort gegeben wurde, muss dann entscheiden, wen er nimmt. Ich bin für C. Wir starten mit Frage 1, eine Geografiefrage, ja, aber auch eine leichte, würde ich sagen. Mhm. Es geht um unser Land. Welches ist die größte Stadt unter 1 Million Einwohner? Mit größte meinen wir, die danach die meisten Einwohner hat. In Deutschland? Da haben wir ganz schön viele. In Deutschland. Wir haben A. Das ist nur eine aber. Also wir haben vier Vorgaben. Ja. A. Frankfurt am Main. B. Köln. C. Stuttgart. Oder D. Düsseldorf. Also Düsseldorf hat 600.000 oder sowas. Oder 500. Zwischen 500 und 600. Million. Genau, Köln hat mehr als 1 Million. Köln schwankte immer, während ich da noch gewohnt habe, immer um die Million herum. Immer so mal drunter, aber mal drüber. Aber war dann drüber jetzt. Aber die waren am Ende drüber bei der Volkszählung. Hier waren wir die 2018 oder so, ne? Was hatten wir noch? Frankfurt und Stuttgart. Also ich bin für C. Ich bin für Stuttgart auch, ja. Weil ist Frankfurt nicht größer als Stuttgart? Ja, eben. Aber ist Frankfurt nicht über 1 Million? Ach so. Nee, hat Berlin, Hamburg und Köln sind doch nur, oder? Ist was? Was hat Sepp gerade gesagt? War nicht Köln, Berlin, München und Hamburg Millionenstädte? Das hatte ich auch so im Kopf, ja. Wer noch? Frankfurt nicht? Ich meine, Frankfurt hat nur 600.000. Dann ist Stuttgart bestimmt voll klein. Meinst du? Ja. Also ich schwank zwischen Stuttgart und Frankfurt. Na gut. Lass abstimmen einfach. Ich würde Köln nehmen. Gebe ich euch. Das ist eine Trickfrage, da fehlt ein Stadtteil und der ist ausschlaggebend für die Million. Ich würde... Ja, wenn ihr für Stuttgart seid, ja, dann ja, Christian ist für Frankfurt. Ja, so langsam irgendwie schon. Ja, dann nehmen wir Frankfurt. Stuttgart hat nicht auch so eine... Also zwei für Frankfurt, einer für Stuttgart. Das ist ja so, nehmen wir Frankfurt. Okay, Sepp, würdest du mir den Gefallen tun, das bei euch in deine Leiste zu schreiben, was ihr nehmt? Ich kann hier eingeben. Frankfurt war A. Okay.
Also Frankfurt am Main reden wir aber schon von, ja, oder? Frankfurt am Main. Ich dachte, ich frage mich mal. Frankfurt, Frankfurt in Kanada. Na, an der Oder, an der aber Oder. Gibt's ja noch. Hast du eingetragen, Sepp? Ja, bei mir steht A, ja. Wieso sehe ich denn das nicht? Gut, Jonathan. Ja, dein Gegnerteam hat A eingeloggt. Oh Gott. Was sind deine Gedanken dazu? Schade, dass wir nicht Köln genommen haben. Mein Gedanke ist, dass Nina das weiß. Ach du Scheiße, nimm doch nicht Nina dabei. Doch, Nina weiß das. Wieso denn nicht? Also, wäre das schon gut oder nicht? Gesundheit. Wir Nina fragen mindestens Nina. So viel Ahnung wie die drei zusammen. Bin ich mir alle sicher. Drei zusammen. Alle drei. Gucken wir doch mal, ob sie es weiß oder nicht. Ja, komm. Also, Köln hat safe über 1 Million. Easy. Bei Düsseldorf weiß ich es nicht. Stuttgart glaube ich nicht, dass sie so viel haben. Frankfurt. Frankfurt ist auf jeden Fall groß. Haben die unter 1 Million? Ich würde sagen Frankfurt. Aha, okay, gleiche Antwort. Das heißt, genauso viele Punkte schon mal. Das bringt schon mal keinem was. Beide aber, sagen A. Aber ich glaube tatsächlich, Stuttgart ist wahrscheinlich ähnlich groß wie Düsseldorf. Also, ja, kann ja sein. Die richtige Antwort ist A, Frankfurt am Main. Nice, Nina. Und du hast einfach Nina nicht getrustet, Sepp. Wieso nimmst du denn jetzt Nina? Also, hätte Nina in einer anderen Kategorie eher genommen. Ja, also, kenne ich schon mal deine Frau besser als du. Okay, damit ist dein erstes Nina-Ticket ist damit weg. Und sehr gut, Nina. Wir kommen zu Frage 2. Biologie. Was befindet sich an der Unterseite eines echten Pfifferlings? A. Leisten, B. Lamellen, C. Röhren oder D. Borsten. Also B. Lamellen. A. Leisten, B. Lamellen. Wait. Bei einem Champignon sind das auf jeden Fall, sind die bei einem Pfifferling auch? Hätte ich gesagt, ja. Ich habe Pfifferling gerade überhaupt nicht im Kopf, aber ihr habt beide sofort B gesagt, ja. Also gehen wir mit B. Ja, beim Pilz also, gibt's halt Lamellen. Genau, alles andere kenne ich nicht und ist also Borsten an einem Pilz fände ich schon irgendwie strange, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sind doch so Haare, die Schweine haben oder so, ne? Oder Elefanten. Ja, ich auch gesagt. Das ist aber ein geiler Begriff. Das fände ich schon irgendwie komisch. Also, ja, dann gehen wir mit B. Das haben die sofort rausgeballert. Also. Ja, auch schon okay, eingeloggt hier. Ja, sehr gut. B ist eingeloggt und Jonathan, deine Gedanken. Die Frage ist das ein Röhrenpilz oder ein nicht ein Röhrenpilz? Das ist ja immer eine wichtige Frage. Ja, genau. Und die Frage ist, das weiß Lena. Die Antwort weiß Lena. Ja, sie sagt selber, sie hat Biologie studiert. Dann fragen wir sie nochmal. Kennt man das wegen Pilze? Wer hätte gedacht, dass mir mein Studium bei einem Pilzmeat-Quiz helfen würde? ich hätte es auf jeden Fall nicht gedacht. Aber an der Unterseite eines echten Pfifferlings befinden sich Leisten. Bitte, Lena. Man kann hier noch schnell was ändern. Nein, du kannst nichts ändern. Mann. Die Frage ist, hat Lena die richtige Antwort hier gewusst? Hat sie hoffentlich. Ja, hat sie, alles korrekt. Was sind denn die Leisten, Alter? Sehr gut, Lena. Hab ich noch nie gehört. Auch nicht. Nee. Eisbruch bei euch dreien, sehr gut. Ja. Damit geht Jonathan, beziehungsweise Jonathan und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter in Führung hier bei Frage 2. Ich muss sagen, die Damen haben sich schon bislang sehr, sehr gut geschlagen. Das stimmt, die haben beide jeweils die Antwort gewusst. Kommen wir zu Frage 3. Fußball. Am 19.03.2022 bestritt der FC Bayern München gegen Union Berlin sein 1935. Bundesligaspiel. Ein neuer Rekord. Welchen Verein löste die Bayern als Platz 1 der meisten Bundesligaspieler aller deutschen Vereine ab? Also es gab vorher einen Verein, der hatte mehr Bundesligaspiele, aber wurde dann von Bayern München überholt. Waren es A. Hamburger SV, B. FC Schalke 04, C. SV Werder Bremen oder D. Borussia Dortmund? Ich hätte gesagt Hamburg. Ich hatte noch eine Frage zu. Pass auf. Also in meiner Noob-Welt, ja. Wie, du kannst doch eigentlich nur einen überholen, wenn du aktuell, also wenn der dann 2022 nicht mit dem in derselben Bundesliga gespielt hat. Nee, die Bundesliga gibt es ja schon seit tausenden von Jahren und die Bayern waren nicht immer
von Anfang an dabei. Ich weiß, ja, aber die konnten doch, ist schon korrekt. Also, die konnten den ja dieses Jahr nur überholen, genau, wenn die anderen Schalke, keine Spiele gemacht haben. Genau, wenn Schalke keine Spiele gemacht hat, sind doch gleich viele gemacht, du, oder? Wenn ja, du aber jetzt zuhörst, wirst du merken, dass Schalke, Hamburg und Bremen in der, wer war der vierte? Ich habe euch das bei, also bei Schalke, Teamspeak auch gepostet. Schalke, Hamburg und Bremen waren alle in der zweiten Liga. Das ist natürlich scheiße. Aber ich hätte trotzdem gesagt, weil Hamburg ja unabsteigbar war bis 2017. Ich glaube auch, ne? Gab es nicht so eine 18? Krasse Uhr, die irgendwie lief? So und so, ja, viele, genau. Tage, erste Liga. Also Dortmund würde ich ausschließen, Schalke auch. Bei Bremen bin ich mir unsicher, aber bei Hamburg, ich hätte von aus dem Bauch von Dreck gesagt, ohne Antwortmöglichkeiten Hamburg. Hamburg passt auch eher von den Städten, finde ich. Das ist so eine Gründerstadt von der Bundesliga. Ja. Also in Schalke, Gelsenkirchen wird ja wohl nicht irgendwie Bundesliga mitgegründet haben, oder? Wegen der Stadt? Ja. Du musst ja dir das auch erstmal leisten können als Stadt. Ja gut, das kann Gelsenkirchen. Und Hamburg ist ja schon eine echt große Stadt und ich gehe davon aus, dass am Anfang nur so Großstädte dabei waren und nicht. So kleine Pisses-Dinger. Also ich würde mit Hamburg gehen. Ihr klingt so, als wärt ihr euch einig. Ja, nehmen wir A. Nehmen wir A. Okay, A. Jonathan. Also ich weiß, dass Happy das weiß, aber ich traue Happy sehr viel zu. Deswegen will ich den noch behalten. Und deswegen nehme ich Sven. Und Sven wird das ja wohl hoffentlich auch wissen. Nein, du, warum glaubst Sven, du, weiß Sven sowas? Ey, das ist doch auch, der spielt jeden Tag FIFA. Dann wird er ja wohl ein bisschen Knowledge vom Fußball haben. Okay. Er ist zwar Bayern-Fan, das sagt eigentlich schon wieder gar nichts. Aber das ist doch durch die Frage ja auch impliziert, Bayern. Positives aus? Ja, das stimmt. Aber ey, der wird schon wissen, dass das Hamburg ist. Ich glaube, der hat sich ein Kreuz im Kalender gemacht, als die mit den meisten Bundesligaspielen die andere Mannschaft geholt haben. Ja. Okay, so einen kleinen Hut aufgehabt, dann so ein Ding im Mund und dann gut. Sven wird das schon wissen. Endlich. Antwort C. Echt? Werder Bremen. Sowas weiß man einfach. Er hat geraten. Er hat was? Geraten. Nice. Alter, Ich glaube nicht, dass er geraten hat. Er hat gesagt, er weiß das. Jetzt safe Hamburg auch gesagt. Zwischen A und C bin ich mir unsicher. Also B und D würde ich echt ausschließen, aber wenn das jetzt Bremen ist, wäre das schlecht. Ey, wenn der mir jetzt hier einen reingebumst hat, aufholen. Ne? Danke, Sven. Ja, dann warst du doch der Fehlerhafte. Genau, du hättest ja Happy nehmen können. Ich bin davon ausgegangen, dass Sven sowas weiß. Ja, aber dann war das ja trotzdem deine Fehlinterpretation. Das heißt, es ist nicht sein Fehler, sondern deiner. Ja, okay, dann muss ich, gut, die drei falschen Antworten von Sven haben, muss ich eher einrechnen, ne? Wow. Also, der FC Bayern München hatte 1935 Spiele dann, damit den neuen Rekord. Ach komm, Sven. Der Hamburger SV hatte 1866 Spiele. Oh. Aber Werder Bremen... Werder Bremen hatte mehr. Sven hat die korrekte Antwort gegeben. Sven ist so gut. Damit steht es 3 zu 1 krass. Für die 6. Sind ja auch mehr. Du bist wieder die Hater hier, Jay. Weißt du, erstmal den dissen und dann antwortet er richtig. Wie groß war der Unterschied? Ich hab mir auch Angst gemacht, mit der Bremen hat auf jeden Fall geraten. Krass. 100 Spiele? Ich nicht gesehen. Das sind aber dann locker 3 Saisons. Wobei Moment, 100 Spiele? Da, nee, zwischen Hamburger 1800? SV und Bayern lagen zwischen... Nee, zwischen Hamburg und Bremen. Bremen haben wir nie gesagt, steht hier auch nicht. Ach so, da steht einfach, Bremen hat mehr, aber Hamburg hat so viel? Ja, so als ja 1900, das ist doch die Zahl, die Bayern mehr hat, plus, also minus 1. Ja, wahrscheinlich, stimmt. Hast ja, recht. Ja, wie viel war das denn bei Hamburg? 1800 weit? 1866. Hey. Und bei Bayern dann 1935 und dann bei Bremen 1934. Wie ist das schon mega clever kombiniert? Das war über 2 Saisons. Ja. Was? Damn it. Frage 4. Wir gehen in den Bereich Gaming. Was hat Hamburg denn dann immer dafür einen Aufzug gemacht von wegen? Ja, also, weißt du, die haben einfach so eine Bremen Anzeige. Ist ja dann viel die krasser. Die haben sich aus sich selber gewichst. Gewesen. Also ich meine, okay. Welche Tiere sollen mit der Version 1.19 das Minecraft-Universum bereichern? Ach, Peter. Sind es A. Pinguine. Frösche. B. Frösche. Frösche. C. Zebras. Okay. Oder D. Flamingos. Du kannst keine jetzt Frösche. Du kannst, das sind Frösche. Christian, ich glaube dir.
Du kannst wirklich, du kannst den Fröschen irgendeinen Quatsch, also es gibt doch, ich weiß gar nicht, ob es auch Kaulquappen gibt, aber du kannst den Fröschen irgendeinen Quatsch geben und dann, weiß ich nicht, kacken die irgendwas Neues aus oder so. Aber warte mal, welche Version? Das ist die neueste, 1.19. oder? 1.19. Das ist jetzt kein von wegen, haha, der Patch ist zwar gerade draußen, aber nee, nee, 1.19 ist irgendwann früher gewesen. Nee, das, wir haben 1.18 gespielt beim Verstecken, okay. Christian. Ja, dann sind das Frösche. Ja, irgendwie so. Also, das ist wirklich der neue. Aber, ja, also ich habe keine Ahnung, ich schließe mich bisher an. Ich habe zumindest ein Bild gesehen mit einem Frosch in Minecraft und das war nicht gemoddet. Damit hast du mehr Knowledge als alle hier zusammen. Also, ihr lockt Frösche ein. Das B bleibt einfach bestehen, was da noch steht bei Sepp. Sehr gut. Nee, wir hatten doch A. Achso, ihr hattet A, stimmt, du hast es gerne. Ich hab das schon direkt korrigiert, nachdem Christian sich sicher war und Bram und ich so, Okay, Jonathan, was denkst du? Gaming war ich mir ziemlich sicher, dass das eine Frage für Jules wäre, aber bei Minecraft bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Ich nehme Happy. Okay. Scheiße, der hat ja die auch Mods hier. Die Mods bereiten gerade wieder uns eine Versteckenfolge vor. Oh, scheiße. Oh, gut, dass ich mir dazu nichts angeguckt habe bisher. Gott, also. Flamingos kann ich mir schwer vorstellen. Zebras, warum? Also ja, okay, verstehe ich, wenn man in die Steppe zum Beispiel sozusagen die Pferde in die Steppe bringen möchte. Ich bin aber eher bei... Ach, das ist schwierig. Ich bin bei A oder B. Frösche, den kann man überall hin platzieren, in Teiche, das ist machbar. So ein Pinguine könnte ich mir auch vorstellen, als Counterpart quasi für die schon bestehenden Eisbären. Ah, Pinguin oder Frösche. Mann. Es gibt Eisbären? Weil ich ich hatte die bei uns ich in der... Pinguin! Er sagt Pinguin. Und wenn er jetzt wieder falsch ist, würde ich sagen, das wäre ein Eisbären. Ich glaube aber auch, dass die Frösche sind. Bin mir nicht sicher. Ladies and Gentlemen. Dann habe ich auch gehört. Es sind die Frösche. Yes! Ja. Anschluss. Die sind immer noch hinten, ne? Also so ist ja nicht... Ja, aber trotzdem... Und Jay hat seinen Happy genommen und es klang so für mich, als würde er Happy. Jay ist Happy so der Joker, der viel weiß. Aber ja, das hatte ich gedacht. Ja, jetzt nicht mehr. Jay. Komplett gebrochen. Die große Frage ist: Hättest du das denn selber gewusst, Jay? Ich meine auch, aber auch erst, weil ich das vorgestern mitbekommen habe, dass da Frösche vorhanden sind oder sowas. Aber nicht zu dem Zeitpunkt, wo, glaube ich, die gefragt wurden. Ah. Nee, ging ja eher um jetzt. Ja, hätte ich vielleicht auch raten können auf Frösche, ja. Aber wir können schon mal die nächste Frage stellen und die befindet sich im Harry-Potter-Bereich. Oh, jetzt wird es bitter. Ich nehme mich mal entspannt zurück und lasse halt meine Teamkameraden machen. Ja, ich auch. Bram sehe ich da. Das ist Jays ganze Aufgabe hier heute. Okay, die Frage lautet wie folgt. Im vierten Teil Harry Potter und der Feuerkelch müssen die vier Kandidaten des Trimagischen Turniers gegen Drachen antreten. Mit welchem Drachen muss Harry sich messen? Wir haben da jetzt ungarischer Hornschwanz. Nice. Sowas will ich haben. Direkt die Antwort ohne Vorgaben. Ja! Okay, ich lese sie trotzdem mal vor. A. Ungarischer Hornschwanz. B. Chinesischer Feuerball. C. Walisischer Grünling. Oder D. Schwedischer Kurzschnäuzler. Also den walisischen Grünling finde ich ja eigentlich ganz den finde ich auch mega. 5 Gramm hätte ich gerne. Aber im Rahmen ohne Antwort schon. Was hast du gesagt? Ungarischer was für ein Ding? Hornschwanz. Hornschwanz. Ich fliege bei die ganze Zeit aus Parsec. Ich weiß nicht, ob das relevant ist. Ich wollte das immer gesagt haben. Achso, ja, Parsec kommt sofort wieder, wie gesagt. Achso, das habe ich dann ja, wir machen überhört. A. Alles gut. Ich lock mal eben um also ich auf A. Ungarischer Hornschwanz. Ich sehe euch ja bei B. So, jetzt dürftet ihr wieder joinen können. Ja. Okay, ihr nehmt A, logischerweise, weil Bram das auch schon gesagt hat, bevor die Möglichkeiten feststanden. Jonathan, wen rufst du denn zu deiner Hilfe? Ich würde Happy nehmen. Tja, die Frage ist, ich weiß nicht, wie auch Jules in Harry Potter. Jules ist halt so im Comic-Ding drin. So. Weiß nicht, ob der so Harry Potter Main ist. Aber den habe ich halt noch keinmal gefragt. Ich nehme Nina.
Ja, ich also ist Harry Potter. Jules habe ich irgendwie noch gar nicht gefasst. Ja, das ist halt, ich muss irgendwann, muss ich gleich ein paar Mal Jules nehmen. Mal ja, das ist halt ein Song, Alter. Okay, ich wieder alle was. Der hat ja nicht gesagt, was er kann. Okay, mal gucken, ob Lina das weiß. Okay, Harry Potter Frage, ich brauche die Antworten gar nicht lesen nach der Frage, es ist der ungarische Hornschwanz. Den hatte Harry. Ja, perfekt. Ich könnte euch auch genau sagen, wer die anderen Drachen hatte, aber das ist ja nicht gefragt. Aber ich wüsste es. Okay, nochmal so ein bisschen mit Wissen glänzen. Ja, Nina kennt sich da aus mit Harry Potter. Ja, ist auch korrekt. Also da mache ich jetzt nichts Großes drum. Ihr kriegt beide einen Punkt. Scheiße. Also beide Teams kriegen einen Punkt. Kommen wir zur nächsten Frage. Es geht um Politikgeschichte. Das ist Frage 6 von 15. Alter. Welcher amerikanische Präsident hatte die längste Amtszeit? Oh. Ist es A, George Washington, B, ich glaube, mit Roosevelt war das. Ulysses S. Grant, C, Thomas Jefferson oder D, Franklin D. Roosevelt? Roosevelt. Ja, D, ne? Ja. Okay. Ich meine auch, ich meine danach ist dann die zwei, ich meine nach ihm ist diese zwei Amtszeitenregelung eingeführt worden. Ja. Wir nehmen D. Gut, ihr nehmt D, das D ging schnell. Sehr angenehm. Jonathan. Tja. Jules, Zeit zu scheinen. Also Jules, für die Frage 6. Er hat doch gesagt, er mag Politikgeschichte. Ja, hat er. Ja, ich glaube auch. Guck mal, er sieht gerade aus, als ob er richtig viel Ahnung hat. Der hält sich doch in seinem Podcast auch über politische Geschichte und was so passiert ist. Ja, ja. Ja, glaube ich auch. Wir hören ihm mal zu. Die längste Amtszeit des US-Präsidenten. Wäre die Frage gewesen, welcher Präsident hat den längsten gehabt, dann hätte ich vielleicht sagen können, so bin ich aber semi-sicher, dass es A ist, George Washington. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt. Jules nimmt auf jeden Fall jemand anderen. Ihr wart euch so sicher, ich wüsste es auch nicht. Aber ihr wart euch so sicher, deswegen. Sicher waren wir es nicht. Wir hatten nur alle ein gutes Gefühl bei dem. Hoffentlich war das der andere Roosevelt, aber das war auch... Ihr habt auch Roosevelt gesagt, bevor die Möglichkeit überhaupt existiert. Weil der war ja auch Es gab ja zwei Roosevelts. Ja, das stimmt. Deswegen denkt ihr das wahrscheinlich. Die richtige Antwort. Oh. Ist D. Roosevelt. Das ist korrekt. Der Ausgleich ist real. Schulz, ey. Aber jetzt hast du ihn mal genommen. Wie ging der Sound vom Song? Dö, dö. Ja. Das Podcast-Intro von Jules, das ist der Song-Sound. Roosevelt hatte 12 Jahre Amtszeit, zwischen 33 und 45. Ach, kacke. War der nicht dann wegen dem Krieg dann auch irgendwie länger? Boah, das ist aber auch schwer einzuschätzen, wer das wusste von den Fünfen. Das stimmt. Ich kann dir aber sagen, es hätte Leute gegeben, die es gewusst hätten. Ah, ich du weißt auch, wer welche Antworten gegeben hat, oder was? Ich weiß, wer ja welche Fragen richtig geantwortet hat, ja. Okay. Wo können wir das am Ende bitte auch auflösen? Wer am meisten von den anderen richtig geantwortet hat? Weiß ich nicht, ob das bloßstellen dann. Ja, ja, schön. Guck dir Happy an, er wusste gar nichts. Jason Träger. Frage 7 ist wieder Biologiefrage. Ah. Ja. Wir gehen ins Tierreich. Warum haben Giraffen blaue Zungen? Ist die Frage. Und wir haben 4 Antwortmöglichkeiten. Boah, das habe ich mal gehört. Weil das venöse, krasser Muskel ist? Weil das venöse Blut, bis da, also der Blut, bis das da oben ankommt, ist das dann schon so sauerstoffarm oder so, weil das so lang ist. Ich glaube, die essen ganz gerne Blaubeeren. Und warum soll das sauerstoffarm sein? Also wofür ist das gut? Ja, weil venöses Blut halt bläulicher ist. Ja. Das ist, weil die alle adelig sind, Peter. Ja, okay, also die Antwortmöglichkeiten... Hier, pass auf. Folgende habt ihr. A. Damit sie keinen Sonnenbrand bekommen. Was? B. Weil die Akazienblüten blauen Farbstoff abgeben. C. Durch die Hitze ist das Blut der Zunge sauerstoffarm. Ja. Oder D. Es verringert die Schmerzempfindlichkeit für Dornen. Ja, C. Und? Klingt doch dann ultra smart. Klang aber jetzt nicht so, wie das, was Bram erklärt hat, ehrlich gesagt. Ja doch, sauerstoffarmes Blut. Weil der Kopf hoch ging, hat er gesagt. Nicht wegen der Hitze. Aber durch die Hitze, okay, lass das mal durchspielen. Also der Unterschied ist, durch die Hitze ist das Blut der Zunge sauerstoffarm. Ist heißes Blut sauerstoffärmer als kaltes? Ich frage mich gerade auch. Ist denn nicht der Kopf auch sauerstoffarm? Macht ja auch keinen Sinn, die Zunge ist doch im Kopf drin. Vor allem würde mich fragen, habt ihr schon mal eine Giraffe mit einer blauen Zunge gesehen? Ja.
Die ist so bläulich. Ja, guck mal, da, welche Hitze denn hier? Ja. Und im Zoo kriegen die sicher auch nicht alle Akazienblüten. Ja, das würde ich, genau. Gut, also das war halt wirklich eine Frage. Ich habe halt, das mit dem Sonnenbrand wäre ja trotzdem möglich. Ich habe nicht im Kopf, ob eine Giraffe eine blaue Zunge hat, da habe ich noch nie drauf geachtet. Ich also meine auch, die sind so bläulich. Wenn die halt hier auch eine blaue Zunge haben bei uns, dann, dann ist doch B und C irgendwie schwierig, oder? Ja, ich wäre für D. Aber wieso verringert das die Schmerzempfindlichkeit? Weiß nicht, das macht für mich mehr Sinn, als dass ihr keinen Sonnenbrand bekommt, weil auf der Zunge, die Zunge ist doch nicht die ganze Zeit draußen. Ja doch, die fressen also, doch den ganzen Tag in der Savanne. Ja, die stehen den ganzen Tag in der Sonne, ja, aber da wird die Zunge keinen Sonnenbrand bekommen. Ja, weil das ist ja Fleisch. Das ist ja nicht durch Haut geschützt, das ist ja offenes Fleisch, die Zunge quasi. Ja, aber die läuft doch nicht wie so ein hechelnder Hund durch die Savanne. Nee, aber ja, die frisst doch da eine halbe Stunde die Blätter da vom Baum. Ja, aber wenn so eine Hyäne hechelnd durch die Gegend eiert, haben die dann auch blaue Zungen? Wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung. Ich wäre für. Meine Stimme geht natürlich. Ich bin für gar nichts. Das ist alles Quatsch. Das Problem, was ich jetzt mit der ganzen Nummer habe, ist, dass C eigentlich die erste, also hier, was Dennis meinte, die erste Bauchentscheidung ist. Und normal soll man die behalten. Also das mit der Schmerzempfindlichkeit finde ich auch irgendwie abstrus. Also was mal hat die Farbe damit zu tun? Ist Sauerstoff dafür verantwortlich? Da könnt ihr euch auf was einigen. Brams gibt seine Stimme D. Was sieht was mit euch? Ich sag C. Ich bleib auch bei C. Damit sollte immer C. Mit dem C? Ersten Bauchgefühl gehen. Bin ich ganz bei Christian. Sepp, kannst du das einmal reinschreiben? Ich schreib das jetzt rein. Sehr gut, dankeschön. Ich hab keinen Plan, aber... Jonathan. Ich glaube, es ist D. Und das weiß... Lena. Akazien fressen die und die sind dornhaltig. Dein letzter Lena-Move, ne? Nee. Nee, nicht? Zweiter nee. Lena-Move. Mein zweiter. Das ist der zweite, okay, Entschuldigung. Dann hören wir uns Lena an. Okay, nächste Frage. Da bin ich mir ziemlich unsicher. Hm. Gut, wer weiß das auch? Aber ich glaube nicht, dass Giraffen eine blaue Zunge haben, wegen des Farbstoffs in den Akazienblüten. Da auch Giraffen in Zoos blaue Zungen haben, die da nicht unbedingt die ganze Zeit Akazien fressen. Und durch die Hitze ist das Blut der Zunge sauerstoffarm. Quatsch. Glaube ich auch nicht. Ja, schade. Ich würde einfach mit A gehen, damit sie keinen Scheiße, Sonnenbrand bekommen. Mit D. Aber auch, also auch D klingt nicht unlogisch. Aber ich gehe einfach mit A. Muss confident bleiben. Okay, sie geht mit A, ihr geht mit Scheiße. C. Ich lese die Antwort vor. Dadurch, dass die Zunge sich häufig außerhalb des Mauls befindet, ach, Peter kennt, ist die Zunge ständig Sonnenlicht ausgesetzt. Oh! Daher ist die Zungenschleimhaut stärker pigmentiert, um Sonnenbrand vorzubeugen. Boah, jetzt stell dir mal vor, bei der Frage hättest du als Experten-Tierarzt genommen, da wärst du aber aufgeschmissen gewesen. Ich bin davon ausgegangen, dass sie irgendwie eine nicht da ihr Plattenepithel haben auf der Zunge, sondern halt irgendwie ledrigeres. Also D ist auch richtig, Haut. Deren Zungen sind nicht besonders schmerzempfindlich für Dorm, das ist auch eine Eigenheit der Zunge, aber das hat nichts mit der blauen Farbe zu tun. Naja, okay. Ah. Voll, das ist ja eine Double-Cheeky-Farbe, ey, ja genau. Ja, ja, gut, aber es, die Frage ist, warum haben Giraffen blaue Zungen? Okay, damit ein Punkt für Jonathan, der damit jetzt wieder in Führung geht. Sehr gut, Lena. Ja. Perfekt. Und Frage 8. Ja, schon, also ich hätte, glaube ich, viel weniger Fragen richtig beantwortet als die anderen 5, ey. Frage 8. Musikliteratur. Jo. Die deutsche Nationalhymne entstammt einer Melodie von Joseph Haydn. Wer schrieb den Text der deutschen Nationalhymne? Ist es A. Theodor Fontane, B. Hoffmann von Fallersleben, C. Jakob Grimm oder D. Hermann Hesse? Fallersleben, oder? Ich hab dann auch im Kopf. Ich glaube, wir hatten bei einem Quiz, danach haben wir geguckt, weil wir so verwirrt waren, dass die Musik und der Text unterschiedlich geschrieben worden sind. Und dann haben wir uns über den Namen lustig gemacht, weil der so lustig war mit Fallersleben und hatten dann irgendwelche dummen. Das war, ist so meine Erinnerung daran.
Und deswegen würde ich beten. Über Namen, was die waren. Ja, ja, kann ja sein. Also ich meine, ich glaube einfach, das hat Fallersleben. Also Theodor Fontane, Jakob Grimm, Hermann Hesse. Ich habe keine Ahnung. Hermann Hesse. Hermann Hesse könnte auch, ja, weiß ich nicht. Aber hey, jetzt habe ich da schöner gefunden, wenn nach der hier, wie hieß das noch, da die Europa-Hymne gefragt werden würde, aber. Ja, gut, okay. Ich freue mich schon, dass das ist schöner. Also ihr seid euch eher mit B einig. Ich weiß, bei den, also ich, boah, dafür würde ich nicht meine Hand ins Feuer legen, ja. Nee, ich war das Leben war so. Das war das erste, wo so bei mir so, ich glaube, der Bart war. Ein Penis gezuckt hat, finde ich. Aber gut. Als Hermann Hesse kam, dachte ich mir, der hätte auch sein können. Aber jetzt verbinde ich den die ganze Zeit immer mit der DDR, aber ich weiß nicht, ob das richtig ist. Das kann auch kompletter Bullshit alles sein. Also nehmt ihr? Wir nehmen B, dann. Okidoki. Wenn die beiden sich da. Hoffi, komm schon. Fühlen. Jonathan. Ah, fühlen ist Happy gut. Happy weiß das. Happy weiß das. Patriotischer Okidoki. Typ. Happy hat, Happy hat gesagt, er hat Ahnung von Musik. Deutsche Nationalmannschaft guckt er sich auch an. Das ist. Also hören wir mal rein. Ganz einfach. Das war Hoffmann von Fallersleben. Der hat die damals, glaube ich, im Exil auf Helgoland geschrieben. Siehste? Damals war das so, dass die halt ja, wegen diesen, diese ganzen nationalen Lieder und so war alles schwierig und so und deswegen hat er das da geschrieben. Und ich glaube, Helgoland war damals unter britischer Kontrolle und deswegen Hoffmann von Fallersleben. Nice. Das ist die Antwort von Happy. Er wirkt sehr sicher und er hat auch recht. Antwort B, Hermann Hesse. Ja. Korrekt. Er hat beide B genommen und kriegt beide einen Punkt dazu. Ach, scheiße, ey. Ja, das ist immer belastend, dadurch ändert sich gar nichts. Aber ich meine, mehr als richtig antworten können wir halt nicht bringen, wa? Das ist richtig. Frage 9, Politik. Welches der folgenden Länder ist NATO-Mitglied? Oh, okay, das müssen wir doch aktuell wissen. A, Niesland, ja. A ist Niesland. Ah, mein Gott, Island. Niesland. Ja, so ausnutzen, ja. Also die Nationalhymne von denen würde ich ja gerne mal hören, ey. Hachi. Hachi. Das ist Anis. Island. Dann haben wir B, Mexiko. C, Österreich. Oder D, Irland. Das sind die Optionen. Die Frage war, welches davon in der NATO ist? Ja. Welches der folgenden Länder ist NATO-Mitglied? Ich würde sagen Mexiko. Ach du Scheiße. Oder? Warte mal. Ich. Du hast doch. Die Amerikaner, die sind doch direkt neben Mexiko. Und denen wäre doch sehr dran gelegen, wenn die in der NATO wären, die Mexikaner. Aber, und nicht. Aber du hast nach zu dem NATO-Mitglied Kanada. Hast du halt so eine offene Grenze mehr oder weniger zwischen USA und Kanada. Und bei USA und Mexiko, da gibt es halt so, yo, zieh die Mauer hoch. Du willst doch zu deinem NATO-Freund nicht sagen, yo, da bauen wir jetzt die Mauer, oder? Ja, genau, also das finde ich auch irgendwie, aber... Hätten die auch sagen können, ja, dann lass doch nach Kanada auch eine Mauer ziehen. Von Kanada kommen ja nicht die ganzen... Das Ding ist doch, also die NATO ist doch... Ne, boah, oh mein Gott, vor allen Dingen nachdem, was da jetzt alles gelaufen ist. Das ist so ein Verteidigungsbündnis. Genau. Ja. Und welches Land von denen, die da stehen, könnte am meisten Schiss haben, um zu sagen, ey, ich komme mal besser in die NATO? Ja gut, also, Deutschland ist jetzt ja auch nicht unbedingt das Land, wo du sagen musst, genauso wie Österreich, ey, wir haben hier Ultraschiss, jetzt, wir müssen da rein. Ist das da nicht am ehesten Mexiko? Also das Ding ist halt, weißt du, so Island ist für mich, da ist arschkalt, da ist gar nichts, außer ganz viel Wasser drumherum. Also warum? Also wenn Bram sich sicher ist, dass es Österreich nicht ist. Ja, Österreich hat doch dieses militärisch Neutral-Ding. Kann sein. War das nicht die Schweiz? Ja, die Schweiz ist ja generell immer neutral, also in allen politischen Belangen. Aber Österreich hat ja dieses, wir kämpfen nicht, wir sind, haben... Militärisch sind wir immer neutral. Wir deswegen haben einen großen Kämpfer damals, ne? Das okay, also nehmen wir Österreich raus. Ja, wir bleiben noch. Also mein Guess wäre, also Irland hätte ich auch irgendwie nicht gesagt. Also irgendwie Island oder Mexiko? Und also macht doch nur Mexiko Sinn. Irgendwie. Ich würde für D stimmen. Oder? Echt? Für Irland?
Warum? Ja, also mein Grund wäre gewesen, Großbritannien, also zum Zeitpunkt noch, als NATO und also als Großbritannien und EU ja noch cool waren, weißt du, davor noch wurde ja die NATO gegründet und da war dann Irland so, ja, im Rahmen von dieser Irland-Krise, ja, kommt mit rein, so, wir machen den Westen voll, so nach dem Motto, wäre mein Gedanke gewesen. Aber hätte man nicht das gleiche über die hier nordischen, die skandinavischen Länder sagen können? Könnte man natürlich sagen, aber wenn ich die skandinavischen Länder außer Schweden und Finnland. Ja, aber wenn du mal ganz kurz die Augen zumachst und dir diese NATO-Karte vorstellst, die du ja bestimmt schon mal gesehen hast, dann habe ich so das Gefühl, dass so nach links alles in Europa blau ist und oben quasi einfach fehlt. Das wäre so mein Argument dahin. Aber das ist ja ein Problem, da wäre ja Island drin. Abstand zu Russland, ne? Nein, da wäre Irland drin und Island nicht. Okay, also ist weil Island ist ja so weit oben links, das ist einfach weg. Das ist einfach rausgeschnitten auf der Karte. Also wäre irrelevant, meinst du? Raus. A oder nicht irrelevant. Ne, Irland. Das wäre mein Guess. Weil die abstimmen. Ja, aber dann ist, ja. Also wenn keiner mehr auf Mexiko geht, dann bin ich auch für Irland. Also ja schon zwei für Irland. Okay, dann bin ich einfach für Island. Einfach so. Okay, D ist also eure Antwort, Jonathan. Ja, das ist schon mal gut. Jetzt muss ich nur jemanden finden, der das weiß. Weißt du es denn? Ja. Okay. Dann sag doch, kannst ja sagen. Ja, wenn er sagt, das ist schon mal gut, dann ist es nicht D. Das ist Island. Oh, scheiße. Die Frage ist, wer weiß das von denen? Tattoo ist der alte Podcast. Das ist richtig schwer. Das ist richtig, richtig schwer. Wer könnte das wissen? Warum sollte man das wissen? Der NATO-Podcast. Sven. Also, keiner von denen war irgendwie mal auf Island, glaube ich. Weiß man das denn, wenn man in Island war? Ich war schon sehr oft in Österreich und hätte nicht gedacht, dass Österreich so eine Wir-kämpfen-die-Nation macht. Das klingt ganz schön. Ich meine, ich habe da irgendwas NATO-mäßiges mal gesehen dort. Das irgendwie auch im Hinterkopf gehabt. Dankeschön. Das ist schwer. Das ist schwer. Ich nehme raus für die Zukunft. Den nehme ich jemanden raus. Komm, das weiß. Happy weiß das. Happy nehme ich raus. Happy, dann wie viel das Mal Happy ist das? Drittes Mal jetzt. Letztes Mal Happy. Ja, ich muss jetzt punkten. Voll Frage 9. Das weiß. Yes! Ich weiß, Island fühle ich nicht so. Nein! Nicht. So viel können die ja nicht beitragen. Ach komm! Es ist interessant, dass Mexiko das einzige, sag ich mal, Land, was da jetzt nicht so reinpasst, weil es alles andere EU-Länder sind. Oder in Europa liegende Länder. Irland oder Österreich? Also, ich könnte mir vorstellen, dass Österreich dabei ist. Aber das kann natürlich auch nicht sein, so. Und Irland ist dann bei GB dabei, als GB oder so. Ich sag Österreich, weil ich mir das am ehesten vorstellen kann, aber ist schwierig. Okay, Happy sagt C, Österreich. Jay denkt, er wüsste es, dass es Island ist. Wenn dem so wäre, würde... Mexiko, lol. Also wir haben jetzt alle Länder genommen, genau, bis auf Mexiko. Wir haben Irland, Happy sagt Österreich und Jay sagt Island. Richtig. Als ob das einer gewusst hätte. Scheiße. Ja. Und? Wurde gewusst. Ach, dammit. Aber nicht von Happy. Also, das ist schon mal falsch. Das ist gut. Irland ist aber auch falsch. Oh. Es ist Island tatsächlich. Jonathan hätte den Punkt bekommen, wenn er die Frage selber beantworten könnte. Kann er aber nicht. Da war ja schade. Also, bleibt es bei 6 Punkte, Jonathan 5 Punkte. Ja, das ist okay. Anderes. Das ist okay. Happy hat 2 Fragen falsch beantwortet, das merke ich mir. Merke ich mir. Das hast du auch geschrieben, wie viel die falsch haben. Ja, natürlich. Frage 10, Bereich Kinderbuch. Wir alle wissen, dass die berühmte Lokomotive von Lukas, dem Lokomotivführer, natürlich Emma heißt und nicht Thomas, wie der Moderator dieser Spielshow. Wait, Thomas? What? Warum bist du denn Thomas? Ja, weiß ich auch nicht. Da steht Hallo Peter dahinter. Ja, achso, wie der Moderator dieser Spielshow fälschlicherweise mal dachte. Ja. Oh, ich sollte diesen Satz auch zu Ende lesen. Nice. Aber wie heißt die Lokomotive von Jim Knopf? Ist die Frage. Oh, und da haben wir vier Antwortmöglichkeiten. Das kriegen wir doch hin, oder? A. Poppy. B. Molly. C. Lissy.
oder D. Emma Junior? Ja, die heißt mein Emma Molly. Junior, ganz ja. bestimmt. Ich hätte auch irgendwie Molly gesagt. Lissy ist, ich mein, das passt Molly. Nicht. Emma Junior, Poppy. Ja. Ich weiß Molly es ehrlich nehmen. Gesagt nicht. Das kommt dann später erst vor. Ich habe ein hartes also, Feeling auf Molly. Gab's ich habe gar keine Ahnung. Gab's außer Emma Film? Junior nicht. Gab es doch den Film, wo der die zu Frau Mahlzahn fährt und dann? Gab es noch guck einen sich, Film oder war das dann eine Serie? Guck sich Julius das schon an, Sepp. Ja, Julius hat keinen Bock auf Fernsehen. Wenn du Fernsehen anmachst, dann sagt er nach einer Minute aus. Naja. Hast du schon mal Pizmi-Videos angemacht? Das hätte ich vielleicht mal machen sollen. Ja. Dann wird er die ganze Zeit unsere Namen sagen, weil der kann all unsere Namen. Ja, das ist gut. Das ist wirklich cool. Also okay. Ich bin immer noch für Molly, wenn ich das richtig rausgehört habe. Ja. Du, die anderen auch. Schwein. Ich hab keine Ahnung. Molly. Molly, it is. Könnte auch Lissy sein mit ja. der. Also mit dem. Im ersten Teil treffen die doch irgendwie Lissy oder so, da die den, wo die den Reis essen. Du kennst dich ganz schön aus. Ja, ich hab da gar keine Ahnung von. Wir können auch 10 nehmen. Ey, ich. Nee, das ist Molly. Bleib neutral. Okay, Jay. Für Österreich. Tja. Natürlich versucht hat irgendwie über Sepp herauszufinden, ob das quasi Julius schon kennt. Dann kennt das wahrscheinlich Nina auch. Aber ich werde mal mit Sven gehen. Okay. Frage 10. Kennt sich aus bei Jim Knopf. Ich hatte Jim Knopf auch eine eigene Lokomotive. Und natürlich heißt sie nicht Emma Junior oder Poppy. Die heißt Molly. Nein! Sehr gut, Sven. Sehr gut, Sven. Ja, ist ja okay, solange wir richtig, also solange wir richtig antworten, ist ja alles in Ordnung. Ja, aber solange hängen wir einen hinterher. Ja, beides tatsächlich so. Korrekt, es ist nice, Molly. Mann. Punkte für euch beide. Boah, ich hätte das nicht gewusst. Ja, auch nicht. Sehr gut, Sepp. Alter, keine Ahnung, ey. Frage 11. Heißt sie auch Emma Junior. Chemie oder Chemie. Welches chemische Element hat die Ordnungszahl 2? A. Neon. Lithium. B. Bor. C. Sauerstoff oder D. Helium? Was? Schade. Welches chemische Element hat die Ordnungszahl 2? Lithium, Bor, Sauerstoff oder Helium? 2 finde ich ganz schön frech. Ist das nicht nach den Teilchen hier Gewicht, bla? Ja. Boah, oh mein Gott, das ist jetzt 10. Klasse 2004. Aber Helium ist ja schon ultra leicht, aber Helium müsste die. Ist das nicht die 1 gewesen? Nee, die 1 ist Wasserstoff. Ja. Ja, dann müsste doch Helium sein. Stimmt, dann, nee, und dann gehst du noch ganz rechts danach. Also du hast ja quasi wie so Zacken, oder? Du hast links oben und dann rechts oben ist die 2 und dann hast du ja zweite Zeile. Aber ist Sauerstoff nicht die 2? Ist doch. Sauerstoff ist ja schon eine Kombinierung. Nee, was? Ist nur O2. O2, stimmt. Genau, O2 nee. Ist also hast halt du dann Wasserstoff, also Sauerstoff, Helium? Nee, Moment, du hast doch, Sauerstoff ist da auch links. Sauerstoff ja, ist links, rechts, links, habe ich ja. keine Ahnung. Ist das nicht eigentlich ja, genau. auch aufgeteilt aber, in aber Gase? Aber brauchen wir ja das, was rechts oben ist. Ah, ja, stimmt, du gehst ja nicht die Treppe runter, sondern nach rechts rüber, das meintet ihr gerade, ne? Genau, ah. Du fängst ja links oben an, dann rechts oben, dann links zweite Zeile, dann nach rechts und so weiter. Und ja, dann diese müsste Lücke es Helium sein, Helium ist rechts. Ja, das ist doch, die Edelgase war noch rechts oben, Helium oder? Ist Edelgas, genau. Ja, dann müsste es Helium sein. Ist Bohr nicht auch irgendwie voll schwer? Ich meine auch, Bohr nee. Wäre woanders. Den Joke habe ich verstanden, nachdem wir davor sehr viel ein bisschen gedauert, also wenn gesprochen haben, was ich nicht verstanden habe. Im Team gehen wir mit D. Ja, okay, D bei euch? Ja. Boah. Okay, Jonathan. Habe ich mir auch gerade reingepfiffen. Habe ich mir letztens auf dem Kindergeburtstag auf der Jugendweihe reingepfiffen. Danach hatte ich übelsten Schwindelanfall. War aber sehr lustig. Ja gut, weil halt kein Sauerstoff, der knallt. Du sollst auch nicht den ganzen Ballon auf einmal ziehen. Also, ja. Ein bisschen viel vielleicht. Ordnungszahl 2, weil du 2 hier Elektronen bzw. 2 Protonen da hast auf deiner komischen Atomschale. Eigentlich ja. Ja. Wer hat in Chemie denn aufgepasst? Jules traue ich jetzt das nicht zu. Wow. Sven traue ich das jetzt nicht noch alle nicht nehmen, zu. Oder? Bis auf Happy kann ich noch alle happy. Nehmen. Bis auf Happy, ja. Ich glaube, das war. Ich sag jetzt einfach, ich gehe jetzt da nochmal mit Lena. Okay. Da war ein indirekter Tipp von Peter, weil Lena das nämlich richtig hatte. Wollte ja, du die nicht nimmst. Ich glaube auch, der hat gelesen, dass Lena das richtig hat und hat dann so, oh shit.
Okay, wieder eine Frage, die ich dank meines Studiums nur beantworten kann. Sehr gut. Auch wenn Chemie der schlimmste Teil meines Studiums war mit Abstand. Trotzdem weiß ich, dass Helium die Ordnungszahl 2 hat. Wow. Sehr gut. Warum hat denn Lena studiert? Ich hasse Chemie. Ich hasse Chemie. Aber sie Chemie weiß es trotzdem. Geil. Ich finde auch scheiße, dass sie studiert hat. Ja, wirklich? Okay. Studium bildet, Alter. Ja, sie sagt beide Helium. Also ich habe nicht Bio studiert und wir haben das dann auch richtig. Sehr gut. Das ist korrekt. Helium ist richtig. Oh, könnt ihr mal was falsch haben? Christian, wir drei haben doch auch studiert. Zwar wir nicht Bio, aber... Gott. Jules, Nina, Sven. Oh. Gute Medienchemie. Können jetzt mal bitte so ein bisschen so Comic-Zeugs kommen? Frage 12. Pete's Meat. Bei Friendly Fire 3 sorgte ein Special Guest für Furore, heller von Sinn. Doch bereits nach 5 Sekunden im Bild reichte sie eine Beschwerde ein. Worüber regte sich Hella von Sinn lautstark auf? Oh Gott, kein Bier, Bier oder so. Über einen Heider. A. Wie ekelhaft der vegetarische Rotz von Mickel schmeckt. B. Wie abartig das Parfüm von Peter riecht. C. Wie scheiße die Biester Chris und Jay aussehen. Oder D. Wie kompliziert ihre Anfahrt ins Studio war. Also die Anfahrt ins Studio war, glaube ich, nicht kompliziert. Da waren wir doch in Köln, oder? Ja, aber das war doch so eine dumme Seitengasse und. Aber das ist doch mitten in der Stadt am Hauptbahnhof gewesen irgendwo. Ja, die ist, also, ist sie nicht mit dem Taxi gekommen? Die Biester, Chris und Jay, was haben wir denn da gemacht? Ich weiß nicht, was die beiden gemacht haben. Biester, was haben wir denn bei. Das war der Teil, wo auch der. War das der gleiche, wo auch der Basketball. Ja, da war der Basketballer da. Was haben wir denn da gemacht für Biester? Wieso denn Chris und Jay? Also ich müsste nicht da, nicht da gewesen, Flanders gewesen sein. Ja genau, aber ist das nicht einfach das gewesen, wo, da habe ich mir glaube ich einfach nur den Bart rasiert, das war aber viel später. Also nee, Jay, später. Weiß ich nicht, was er da gemacht hat, aber ich wüsste ja, nicht, also was den da vegetarischen Rotz von Mickel kann ich mir schon vorstellen. Weißt du, es deckt sich da erstmal so irgendwas. Nicht gesagt haben. Ja, aber B kann ich mir so auch nicht vorstellen, dass die dann da hinkommen und sagt, dass Peter abartig riecht. Also erstmal Leute flamen, wo du zu Gast bist. Ja. Also die hat ja schon eine kölsche Schnauze, so. Ja, die wollte ja aber mal, die ist halt, die, aber die, nee. Die also ja, halt der aber Heiler, nee. Der ein Bier holt, weil der ja der Kellner ist, aber. Ja, genau. Also das harmloseste ist, also wie kompliziert die Anfahrt war. Ich habe keine Ahnung. Aber wenn Christian nicht weiß, was er da komisches, Biestermäßiges gemacht hat. Also es kann schon sein, dass irgendwas gewesen ist, aber ich wüsste halt nicht, was. Aber daran würdest du dich doch erinnern. Oder? Ich kann mich auch zum Beispiel nicht erinnern, da mich schon mal großartig da verkleidet zu haben oder so. Lass mich die Frage nochmal vorlesen, bitte, Peter. Bei Friendly Fire 3 sorgte ein Special Guest für Furore, Hella von Sinn. Doch bereits nach 5 Sekunden im Bild reichte sie eine Beschwerde ein. Worüber richtete sich Hella von Sinn lautstark auf? Aber guck mal, Beschwerde ist doch nicht D, oder? Ja, aber die hat es im Bild gesagt. Das heißt, sie war vor der Cam und hat dann irgendwas gesagt. Das heißt, das muss lustig gewesen sein. Ja, und also, es muss irgendwie so ein Situationsding sein und nicht, sie war eigentlich die ganze Zeit angry und wollte einfach nur sich über die Taxifahrt beschweren. Das ja, passt dann irgendwie bin ich, nicht. Dann bin ich für B. Weil sie, also der, weil sie halt neben Peter stand. Ja, finde ich auch und gut. Dann Peter halt hat irgendwie so ein übelstes Männerparfüm und das genau, und dann so, sowas wird sie halt nie, also hey, so nach dem Motto, so hey, weißt du, wenn du mich nachmachen willst, dann musst du da aber noch dran arbeiten, irgendwas in die Richtung. Alter, ich glaub, das ist nicht, kein 4711, das ja, genau, so, ich glaube nicht, dass wir hier gerade auch abzielen, dass sie wirklich jemanden beleidigt hat, sondern eher so, ja, nee, weißt du, wenn du noch so, das sind so die Verbesserungsmöglichkeiten, könnte ich mir vorstellen zumindest. Ja, glaubt ihr, hat Peter richtig quer durch beleidigt? Direkt. Außerdem, seitdem riecht Peter auch besser, finde ich. Boah, ich wüsste gerade gar nicht, dass Peter jemals zu diesen Nachdem Menschen gehört. Nachdem er im Schwitzkasten von wüsste Ella gar nicht, war. Ich wüsste gar nicht, dass Peter zu diesen Menschen gehört, die super viel Parfüm nehmen. Also das wäre mir irgendwie neu. Vielleicht war es auch der eigene Körpergeruch. Das heißt nicht, dass er stinkt, sondern einfach nur, es gibt diese Menschen, die gehen. Das hast du zum Beispiel bei uns, wenn du in die Garage reingehst unten. Ja, es gibt so Menschen aus diesem Haus, wenn die da durchgehen, dann kannst du 3 Stunden später, weißt du immer noch, welches Parfüm da lang gegangen ist. Das ist richtig, stimmt. Aber vielleicht hat Peter das Parfüm genommen im Rahmen der Verkleidung und das war aber das Falsche. Aber das kann sein, ja. Let's go. Das wäre meine Herangehensweise. Ich finde auch, dass wir können auch was anderes nehmen. Thematisch aber passt deswegen halt am bin ich besten. Für B.
Oder Mikkels Essen, aber... Ja, aber dann hätte die jetzt schon probiert haben müssen. Nach 5 Sekunden? Ja. Also die kommt rein, hat Hunger, freest sich was und sagt direkt so, bah! Nee, die muss ja vor der Kamera gewesen sein, das ist ja wichtig. Ja, und die hätte also Mikkel sagen müssen und ich weiß nicht, ob sie Mikkels Namen aber so... Aber die war ja direkt vor der Kamera, war sie ja mit Peter. Ah. Ja, let's go, wir haben B eingeloggt. Ja, entweder B oder okay, B Team. Eingeloggt, sehr B. Gut, Jonathan. Gut, Jules hat keine Ahnung davon, weil der da noch nicht bei Pete's Meet war. Wette, das wüsste Happy. Das weiß Happy auch, das hundertprozentig. Weiß auch nicht, ob sich Nina dafür schon interessiert hat so sehr. Nee, für uns sowieso nicht. Scheiße. Richtig? Gibt ihm noch keine Tipps? Deswegen sage ich jetzt Sven. Reichen wir Sven weg. Okay, Sven. Also ich kann dir sagen, Nina hat jedes Friendly Fire von Anfang bis zum Ende geguckt. Ja, okay. Ich meine, bei Friendly Fire 3 hat sich Hella darüber aufgeregt, scheiße, dass wieder so stinkt. Irgendwer scheiße aussah. Oh. Und ich gehe mal davon aus, dass sie meinte, dass Chris und Jay einfach scheiße ausgesehen haben. Deswegen nehme ich Antwort C. Hm. Unterschiedliche Antworten, eine Chance für uns. Unterschiedliche aber Antworten. Sven sagt, es war C. Die Jungs sagen, es war B mit einer für mich sehr verletzenden Diskussion. Tja, Peter. Okay. Also, Peter, ich möchte, dass du mich bitte da rausnimmst, ne? Also, ja, ja. Ich hab nicht da rein diskutiert. Wir schauen uns das jetzt an. Ach, wir gucken uns das an. Oh, Mann. Aber wenn wir uns das angucken können, dann ist C richtig. Warum? Warum? Naja, wie sollen wir uns Geruch angucken? Ja, wenn die sagen, nein, wir uns du an. Stinkst. Ach so. Okay, wir gucken uns an, Ausschnitt. Wie die jetzt sagt, genau. Ich dachte, wir sehen jetzt ein Bild. Da sitzt er. Das ist, glaube ich, Peter. Das ist nicht Hella. Das ist... Ja. Ich eigentlich schon mehr wie Hella von Sinn. Ich möchte darüber sprechen, wie scheiße die beiden Biester hier aussehen. Oh, hallo. Hallo, Cosplay. Und ihr seht aus wie die billig Trash-Transen der Welt. Ja, das ist doch schön. Ach, schön. Wir sind bei Friendly Fire. Vor Weihnachten gibt man sich doch Mühe als Engel. Ja, wir sind... Oh Gott. Ihr wart Engel? Oh, Peter. Peter hat dezent ins Mikro geguckt. Ja, ja, allerdings. Ich glaube, die Kamera hat nicht umgeschwenkt, leider. Aber was macht. Geht die Kamera nicht auf. Ich weiß nicht, überhaupt nee, nicht. Nee, leider nicht, was scheinbar. Was war denn. Kommt da was? Ihr wart irgendwelche Engels. Da. Oh mein schön. Gott. Der sieht ja wirklich scheiße aus. Also, der sieht ja schon schick aus. Verstehe ich jetzt gar nicht. Ja, ich verstehe. Kennst du diese Defensivmechanismen vom Gehirn? Weißt du, das Trauma gelöscht. Also nicht Trauma, der kann ich mich wirklich nicht mehr dran erinnern. Sehr gut, Sven. Nice. Ja, hat Sven richtig beantwortet und damit wichtig. 2 Punkte Abstand jetzt von Jonathan. Das ist echt hart für uns. Wichtig. Drei ja, Fragen es noch. Es gibt noch 3 Fragen. Einmal Nina, 2-mal Jules. Komm jetzt, wo sind denn jetzt die Comics? Und Annemies? Was denn für Comics, Alter? Frage 13. Jules. Ja. Herr der Ringe. Ja. Ach du Scheiße. Wir waren schon im Harry Potter-Universum, jetzt wechseln wir nach Mittelerde. Unter welchem Namen regierte Aragorn als König Gondors? War es A. Methendriel oder so? Eldarion. B. Warten, niemals. Isoldur. C. Isildur? Isoldur. C. Elessa oder D. Ophtadil? Ich schicke euch das noch. Boah, das klingt alles im Ich glaube, es war Methendriel. Eldarion, ja. Isoldur, Elessa, Ophtadil. Ja. Ich glaube, ich nehme mal einen Würfel und der sagt D. Also, sie haben 2 Sachen mit E. Ich würde sagen, eins von den beiden Es ist es. Und Eldarion klingt wie Sauron halt, und das ist böse. Ich würde Elessa sagen. Ich bin halt echt gespannt, ob Isoldur irgendwann mit Isildur zu tun haben soll, aber... Ich denke, das wird angelehnt. Aber Isildur ist ja das Schwert. Ja, oder... What? Oder nee, nicht? Nee, das ist die Blutlinie. Das ist der Typ, der den Ring nicht reingeschmissen hat. Isildurs Erbe ist das, ja. Das ist Isildur. Und... Aber das könnte halt auch ein sehr krasser Bait einfach nur sein. Das ist Elessa. Knallhart analysiert, 2-mal E, Eldarion ausgeschlossen.
Das ist mein Guess. Keine Ahnung, Alter. Also B ist mir zu betig, deswegen dann nehmen wir auch C. Ja, nehmen wir C. Oftadil klingt total dumm. Aber okay, ist es wahrscheinlich, ne? C. Nee, da fehlt ein H hinter Jonathan, dem C. Jonathan, wen nimmst denn du? Ah, ja, stimmt. Ich werde Jules nehmen, weil ich glaube, der wird mit Herr der Ringe auch viel anfangen können. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es halt einfach, dass Isoldur einfach der Nachfolger von Isildur ist. Also warum nicht? Aber es kann ja natürlich kann auch alles sein. Fieser Dings sein. Elessa könnte es auch sein. Bin ich nicht alles falsch. Ich wüsste es nicht. Oh, oh. Jules, oh, er weiß endlich meine Finger, die ich weiß. Ach, Scheiße. Lachend den Finger gehoben. Okay, die Antwort weiß ich tatsächlich. Oh, es ist C. Elessa. Und ach, zwar, oh, weil so wird's ausgesprochen. Galadriel das vorhergesagt hatte, dass Aragorn zum König wird und ihm dann diesen Namen gegeben, weil Elessa sind Elbensteine, die eine besondere Heilkraft besitzen und was? Er eben das Land geheilt hat. Ich weiß, das klingt jetzt gerade mega erfunden, aber es ist das klingt so, nach den Stones of Eternity. Wo ist denn Daniel Schnellhase? Aragorn hat den Stone of Eternity bekommen und dann hat er sich so genannt. Nicht geil. Wichtig. Also eine gute Wahl von Jonathan, denn das ist korrekt und nice. Von Sebastian brillant, ja, nice, ausgeschlossen. 1A analysiert. Kommen wir. Weil darüber habe ich erst an Varium gedacht. Zur vorletzten Frage: Astronomie. Ja. Wie scheiße oft findet pro Jahrhundert im Schnitt eine Mondfinsternis statt? Von A, wo aus gesehen? 7-mal, B 34-mal, C 210-mal oder D 380-mal? Ja, post mal rein. Ich glaube, das kann man sich bestimmt ganz toll irgendwie erklären. Ich habe mal kurz eine Frage. Was aber genau ist eine Mondfinsternis? Was muss das nicht passieren? Kommt halt nicht drauf, dass die Erde zwischen Sonne und Mond steht. Also, dass man den Mond nicht sieht. Also, jeden Monat einmal, ja? Ich frage mich gerade, was mal eine Mondfinsternis? Ja, also wie oft findet pro Jahrhundert im Schnitt eine Mondfinsternis? Also Sonnenfinsternis, das heißt, ist doch, der Mond steht zwischen Erde und Sonne. Ne? Sonne wird dann quasi so verdunkelt, alle ziehen sich. Nee, das sich ist eine Sonnenfinsternis, ne? Genau, meine ich ja, das ist ja eine, ja, Sonnenfinsternis. Dann genau müsste, also dann kann ja Mondfinsternis nur sein, Erde ist zwischen Sonne und Mond. Das wird eng. So. Nee, wieso wird, nee, das eng? Ja, ist richtig. Aber nee, das geht ja nicht. Sonne zwischen, so, Mond, aber, und ja, Erde. Aber also, das habe ich gerade verstanden. Aber dann ist ja jeden, das ist ja alle 28 Tage oder so. Hätte ich jetzt auch gesagt. Deswegen, also 7-mal ist viel zu wenig und 380-mal ist viel zu viel. Also dann hast du es dementsprechend ungefähr 13-mal im Jahr. Ja. Wie oft hast du jetzt? Oder 12-mal. Geh mal mit 12. Also 12, ja, von mir, es geht auch mit 12. Ja, 12, 13, 14-mal irgendwie soweit. Ja, 28 Tage sind aber unser Kalender ja nicht ganz fast. Ja. So, von mir aus nehmen wir mal 12. Können wir gucken, was da rankommt. So, 12-mal im Jahr, mal 100. Passt nicht. Das passt halt überhaupt nicht. Also 1200 wäre das. 1200. Okay, das nicht. Schade. Dann ist eine Mondfinsternis wohl doch was anderes als Neumond und so. Ich frage mich auch, also, ist das nicht auch öfters so von wegen, du kannst das nur von da und da sehen? Von den bestimmten Stellen, also irgendwie in Europa kannst du das nicht sehen, aber dafür in Südamerika? Keine Ahnung. Wirklich? Also aber ein anderer Planet als die Erde kann sich ja nicht, das ist ja nicht so, als wenn der Merkur spontan vorbeikommt und sagt so, yo, Digga, hier bin ich. Heute stelle ich mich mal zwischen Erde und Mond, damit man den nicht sieht. Aber hast du, ey, blöde Frage, ne? Wenn auf der einen Erdhälfte eine Sonnenfinsternis ist, ist auf der anderen, nee, ist dann eine Mondfinsternis? Weil dann, ja, da ja Nacht ist und da kein Mond ist. Was? Was, ist einfach der Mond weg? Ich weiß, Alter, das verwirrt mich. Alles. Einfach weggeschnipst. Schnips. Ja, vielleicht ist das dann. Also die Frage ist, wie oft ist in 100 Jahren eine Mondfinsternis? Im Schnitt, ja. Im Schnitt. In 100 Jahren fände ich 7-mal irgendwie viel zu wenig. Ja. Und 380 viel zu viel. Ja. Bleibt B oder C. An die Herangehensweise habe ich mich auch schon gewöhnt. Also alle 3 Jahre oder zweimal im Jahr. Wie kommst du auf die 28 Tage Mondphase? Ja, weil eine Route, also pass auf, die Sache, also was ich halt kam, ist ja, du hast ja immer zunehmenden Mond, Vollmond, abnehmenden, ja, ja, Mond, ja, ja, Neumond. Ja, ja, ja. So, und Neumond, das ist halt alle 4 Wochen.
Und ich dachte halt erst Neumond wäre halt vielleicht die Mondfinsternis, weißt du? Du bist ja auch sehr sicher, dass das alle 4 Wochen ist und nicht nur alle 8 Wochen. Ne, das ist einmal im Monat. Jetzt stell doch nicht solche Fragen. Das ist doch einmal im Monat, oder nicht? Ja, das ist meine Frage. Haben wir deswegen nicht Monate, weil die genau nach dem Mond gehen? Warum sind die da nicht 28 Tage lang? Wieso warte mal, hat aber oder so. Also hat gerade nicht gepasst, war gerade schlecht, okay. Ist nicht hat Vollmond Februar viel gepasst? Seltener als einmal im Monat? Ist nicht jeden Monat Vollmond? Ich hab keine Ahnung. Ich hab gerade Fragen auf. Ja, wirklich. Was ist der Sinn des Lebens? Bis gerade eben war ich mir noch echt sicher. Jetzt nicht mehr. Jetzt können doch alle 3 Monate sein. Die Frage aber, ist total Frage irrelevant. Ist doch, genau, eigentlich ist doch nur die Frage, wie oft kommt die Konstellation vor, dass die Sonne exakt zwischen Erde, also Quatsch, nicht zwischen, aber dass die Erde exakt zwischen Sonne und Mond steht. Ja. So, und ach, ich nehme 210. Ich dachte, das macht irgendwie keinen Sinn, dass die Erde zwischen Sonne und Mond steht. Ist da nicht einfach nur Tag? Was? Nee, pass auf. Nein, selbst in der Nacht würdest du den Mond dann nicht sehen können, weil er kein Licht von der Sonne bekommt. Ah, du bist smart, Bram. Weil der, weißt du, der bekommt kein Passivlicht, ja, und deswegen siehst du den. Ja. Genau, weil du im Schatten der Erde bist. Und wie oft passiert das? Okay, pass auf, gehen wir davon aus, das ist nicht jeden Monat, sondern von mir aus nur alle 3, ja? Dann wird der 380 schon wieder passen. Aber vielleicht sind auch nur alle 6. Dann wären 210 viel mehr. Was zum Fick? Keine Ahnung. Ich bin einfach jetzt. Ich finde für Christian gut. 7 ist zu wenig, aber 8 ist zu viel für 210. Ich bin auch für 210. Okay. 34 ist irgendwie zu wenig. Alle 3 Jahre macht. Dieses. Weiß nicht, ich komme gerade vor. Warum wobei, ist das kalt? Ist warum es, fallen Schuhe runter, die ich nicht loslasse? Ist es dieser absolute Mond? Ist es der Blutmond? Nein, der heißt doch dann Blutmond. Der Blutmond ist was anderes. Nee, okay, aber also ihr nehmt 210, ja? Ja. Okay. Oh, ich hab grad Kopfschmerzen. Jonathan. So, wem traue ich jetzt eher zu? Wer liest denn eher so Horoskop? Nina oder Jules? Oh. Horoskop? Was ist denn die nächste Frage, Kategorie? Ja, sag ich dir nicht. Ist aber blöd. Ich sag das. Nina. Oh, geburnt. Okay, Nina. Das hast du schon mal gesagt. Und dann die richtige Antwort. Ja, genau. Wie trust du mal deine Frau? Du musst aber noch bedenken, nicht 15. Hallo. Das ist richtig. Selbst wenn du nicht weißt, kannst du immer noch richtig raten. Also. Bin sehr gespannt. Ja, das. Okay, wenn ihr mich jetzt ausgewählt habt, seid ihr wirklich selbst schuld. Schade. Ich habe keine Ahnung, wie oft im Schnitt eine Mondfinsternis stattfindet. Selten. Komm, ich nehme immer 210 Mal. Wir ziehen das durch. Perfekt! Richtig, beste Antwort. Das ist Schlechteste, was hätte passieren können. Das ist okay. Egal, ob jetzt richtig oder falsch ist. Nein, du hast uns outplayed. Nice, Nina. Ja, das ist jetzt so. Ihr liegt auch beide falsch. Ihr kriegt beide keinen Punkt. Okay, dann sage ich 34 Mal. Richtig ist 380 Mal. Eine Mondfinsternis ist, dass der Erdschatten mindestens teilweise auf dem Mond, auf der Mondoberfläche stattfindet. Und das passiert 2 bis 4 Mal im Jahr durchschnittlich. Ja. Und ja, das war eine schwierige Frage. Ja. Kommen wir jetzt zur letzten Frage. Adi weiß Jules. Der heutigen Folge. Das ist. Adolf Adi Dassler gründete den Sportartikelhersteller Adidas. Ja. Doch welche Firma gründete sein Bruder Rudolf Dassler? Puma. Ich glaube Puma. Ja, A, auch Puma. Nike, B, Puma, C, Essex oder D, Mandel. Puma, die konnten sich sogar, ich weiß nicht, ob sie das immer noch nicht können, aber die konnten sich auch nicht so gut leiden. Die können sich leiden und vor allen Dingen sitzen die doch auch, deren Geschäftssitze sind doch beide in derselben Stadt, nur auf der anderen Seite vom Fluss. Die können sich zuwinken, genau, so, hey du Wichser, ne? Und dann halten die Schuhe so ins Fenster, nimm das. Das ist so wie in diesem Film, wo du in New York 2 Hochhäuser hast nebeneinander und die gucken sich beide an und können sich. Genau, nur ohne Hochhaus, sondern auf flachem Land. Aber ja. Den hat Jay noch zur Auswahl, das wird er aber, glaube ich, wissen. Das ist ja, Jules, also, er hat Puma genommen. Ja. Jay hat nur noch Jules, er muss Jules nehmen. Das wird er aber wissen. Und den nehmen wir jetzt auch.
Na, guck mal, da ist, der Finger ist zwar nicht da, aber... Das weiß er. Auch das kann ich nicht easy beantworten, weil ich auch dazu ein Doku gesehen habe. Sehr gut. Ich glaube, ich gucke mal viele Dokus nebenher. Nike. Das war A, Nike. Moment, was? Nike ist... Nike ist doch gar kein deutsches Unternehmen. Ist es, hä? Ich wäre auch mit Safe mit Puma gegangen. A, Nike. Nike. Hey, vielleicht sind wir auch alle hart verwirrt. Die richtige Antwort... ist B, Puma. Yes. Ja! Was, Germany Recall, das schmeckt! Das ist ein Doku, Jules. Ach, das ist Jules hat doch wahrscheinlich nur Bram verarscht. Ja. Vielleicht auch das. Kann natürlich sein. Also, damit kommen wir zu einem unfassbar knappen Endergebnis. Immerhin. Von 9 Punkte Sebastian, Christian und Bram und 10 Punkte ja, Jay game. Und Happy und Jules und Lena und Nina und Sven. Knapp. Junge, Junge, coole Spielshow. Vielen lieben Dank an alle, die mitgemacht haben. Herzlichen Glück, Jay und alle, die ihm geholfen haben. Ja, die haben ja auch gewonnen. Ja, herzlichen also Glückwunsch. Ja, euch auch herzlichen Glück. Die anderen. Vielen Dank, Dankeschön. Das mit HSV und Werder Bremen, das fand ich echt ärgerlich. Der Rest, ja. Boah. Ich würde das gerne nochmal sehen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, weil ich fand das eigentlich ganz cool. Vielen Dank, Gathwarm, fürs Vorbereiten. Vielen lieben Dank, Sven. Fürs uns übergeben und mitmachen natürlich, so wie die anderen auch. Und euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, haut rein. Tschüss. Tschüss. Ciao.